Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mein Bauernhof. Schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe gerade geguckt, ein ganz bisschen Sand haben wir noch einstecken. Das wird aber vermutlich nicht reichen. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz. Gucken, ob wir noch irgendwo Sand... Eigentlich haben wir doch hier den ganzen Sand abgebaut. Haben wir den denn wirklich mitgenommen? Oder haben wir den in die Kiste gelegt? Marble. Sand. Noch mehr Sand. Ja, jedenfalls, wir sind hier auf unserem geheimnisvollen Projekt, von dem ihr mittlerweile möglicherweise schon ahnt, was es denn wird, wenn es fertig ist. Nee. Wisst ihr, wie wir das Dach machen? Kaputt machen wir das Dach. Habe ich mir gerade überlegt. Das machen wir anders. Das machen wir anders. Dafür nehmen wir nämlich jetzt die Carpenter Stones. Und dann können wir nämlich die gelben Scheiben nehmen. Verstehst du? Vor allem, guck das dann so oben nicht so raus. Weißt du, wie ich meine? Wenn wir jetzt hier... So. Und dann geben wir dem kurz einen mit. Wo ist der Hammer? So. Zack. Ja, dann sieht das nämlich... Dann sieht das nämlich vernünftig aus. Guck mal. So. Und dann nehmen wir von den Scheiben. So, das sieht jetzt aus wie Oberlichter in der Farbe, oder? Ich glaube, das kann man so anbieten. Da guckt das nicht oben raus und wir müssen um Himmels Willen nicht in diesem Spiel irgendwas farmen. Das will ja in diesem Spiel sowieso keiner. Das weiß man ja. Ist ja allgemein bekannt. Habe ich das eigentlich schon mal erzählt, wie das früher auf dem Server war immer bei mir? Wir hatten ja dann dieses riesengroße Lager gebaut und ich war wirklich vielleicht derjenige, der in dieser ganzen Zeit so auch gerade im Anfang also immer gefarmt hat. Ich habe immer gefarmt. Ich habe das Lager vollgepackt, sodass die Leute dass die was bauen konnten und da Spaß hatten, weil ich wusste selber, ich selber bin nicht so dieser Bautyp. Und deswegen habe ich da immer, ich habe immer gefarmt. Also das war mein Steckenpferd. Ich war glücklich, wenn dann diese ganzen Minenanlagen, wenn das lief und ich dann über das, dass ich dafür gefarmt habe, irgendwie dazu beigetragen habe, dass die Leute auf dem Server dann schöne Sachen bauen konnten. Und weil ich immer, ihr habt das ja gesehen, zum Beispiel damals, ich habe mich nie für jemanden gehalten, der irgendwie gut bauen kann oder so. Dann war das mein Beitrag. Und natürlich dann, für mich war natürlich dann irgendwo der Lohn, das klingt so pathetisch, ne? Aber dass ich dann da richtig schöne Videos von hatte. Wenn ihr überlegt mal zum Beispiel die Gebäude vom Drajak damals oder das Video zum Thema hier McDonald's in Minecraft. Wir bauen unser erstes eigenes McDonald's-Restaurant. Zum Beispiel war eines dieser Videos. Ne? Weil ich mir immer gedacht habe, ich kann halt nicht so gut bauen wie andere. Niemals könnte ich das hinbekommen. So coole Bauten wie diese riesige Burg. Oder einfach nur so ein kleines McDonald's-Restaurant zu bauen. Ich wusste immer, das kann ich nicht. Und habe das dann immer andere machen lassen. Stellt euch mal vor, ich hätte sowas gebaut und es hätte jemand gesehen. Öffentlich. Ne? Das. Ja. Ja, ja. Und das ging ja am Anfang noch, ne? Man hatte ja nicht wirklich. Also so extrem viele Blöcke gab es ja noch nicht. Und. Nase juckt. Da ging das noch. So. Mit
da ging das noch, bevor ich meinen Gedanken hier kurz verloren habe, meinte ich natürlich, wir hatten dann für jedes Teil, hatten wir eine eigene Kiste in unserem Lager, ne? Und dann habe ich diese Bahnstrecken gebaut, die Videos gibt es ja auch noch. Und die Bahnstrecken haben dann nicht nur die Leute miteinander, nicht nur die Leute miteinander verbunden in unserer Welt, sondern auch, das mit den Solarzellen sieht jetzt ein bisschen komisch aus, ne? Sondern die waren auch ein großer Punkt, die Ressourcen zu sammeln. Ja, eine direkte Strecke von der Mine zum Beispiel. Wenn Leute, die... Ja, im Wesentlichen habe ich ja auch viel gefarmt, ne? Also, wenn ich dann gefarmt habe, dann war ich dann in der Mine und dann war unten an der Mine, war ja direkt eine Bahnstrecke, habe ich die Sachen reingeschmissen und dann ging es ab. Dann ging das. So, gucken wir mal. Das Gebäude ist, glaube ich, jetzt so langsam, aber sicher in einem Zustand, wo ich sagen würde, das kann man, bis auf den Fahrstuhl, kann man das so anbieten. Ich bin aber immer noch nicht sicher, ob wir nicht doch die äußeren Säulen hochziehen sollten. Ich glaube fast ja. Ich glaube auch in der Wirklichkeit ist das so. Ich habe mich hier, bei dem Design habe ich mich orientiert an den neueren Versionen. Es gibt ja da, ne, es gibt ja alle paar Jahre. In solchen Unternehmen arbeiten ja Marketingleute. Die müssen sich ja immer wieder so neue Designs ausdenken, weil sonst gibt es ja keinen Grund, die weiter einzustellen. Und nur deswegen gibt es das. Immer mal wieder. Und ihr wisst genau, was passiert, ne? Ihr habt es schon durchgerechnet. Es hat am Ende ein Block fehlt. Du blödes Spiel. Ich hasse dich. Ich hasse dich einfach. Oh, was soll denn das? Oh. Ach komm, ey. Ist doch nicht euer Ernst. Ein Block. Oh Mann. Ja, wo sieht er nochmal los? Aber so sieht es halt besser aus. Ja. So. Und das ist okay. Es sei denn... Ich glaube, in der Realität ist das sogar eine durchgehende Wand. Das sieht vielleicht noch besser aus. Ist ja nicht so, dass ich das jetzt mache, weil es auf der anderen Seite ein Klotz... Nein, Quatsch. Was denkt ihr von mir? Das wäre... Da wäre ich ja gewieft oder so. Nee. Naja, habe ich ja jetzt viele Jahre damit verbracht, zu beweisen, dass das nicht so... Das sieht noch besser aus, oder? Das sieht noch besser aus. Oh ja. So machen wir das. Genau. Da muss... Ups. Eigentlich muss ich fast schon wieder noch ein kleines Fensterchen rein, aber ich will nicht, dass man die Technik sieht. Genau. Ja, und ich glaube, so langsam aber sicher ist das Geheimnis auch gelüftet, was das hier sein soll. Das kann man, glaube ich, jetzt so langsam aber sicher wirklich erkennen. In meinem Kopf sah es natürlich schöner aus, aber ich bin doch zufrieden. Das kann, ach so, hier fehlt ja auch noch was. Da machen wir das mal wie folgt. Ich muss ja auch irgendwo noch eine... Wollen wir eine Tür reinmachen oder wollen wir hier einen Gang von unten da reinmachen? Bin mir da gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall sollte das hier, ne, so ein bisschen geschützter sein. Da muss nicht unbedingt jeder reingucken, aber trotzdem sollte irgendwie Licht hier durchfallen, weil sonst ist es auch nicht einladend. Ja. Kann man so, glaube ich, machen. Gut. So, dann habe ich noch etwas mitgebracht. Captain Obvious hat da natürlich zugeschlagen. Was ich da wohl mitgebracht habe, könnt ihr euch schon denken. Zum Beispiel, hier. Ne, habt ihr schon gedacht, dass wir die brauchen. Ja, jetzt ist nur die Frage, wie machen wir das am geschicktesten? Ne?
Ja, war nämlich wieder unsere Probleme. Wir brauchen auch noch viel mehr Maschinen. Ich habe, glaube ich, gar nicht an das gedacht, wenn ich ehrlich bin. Oh, das wird so viel. Aber auch da habe ich in meinem kleinen schwarzen Buch schon Ideen, wie wir das wiederum nochmal anders machen können. Mal schauen. So, erstmal machen wir die Verbindung weg. Weil wir wissen ja schon, wir wollen nicht, dass das alles hier anfängt zu laufen. Es geht ja nicht, dass hier was läuft, ne? Das wollen wir nicht. So, ist auch völlig unnötig, dass wir diese Leitung gebaut haben, aber gut. Pass auf, wir fangen einfach mal an. So. Wie viele Rezepte gibt es denn hier bitte? Das wusste ich ja gar nicht. Oh ja, also mal wirklich. Huh. Okay. Ich überlege gerade, ob wir da überall mit... Wo ist denn mein Dreck? Da. Ich überlege, ob wir da wirklich überall mit Filtern arbeiten sollten. Weil bei einigen Sachen brauchen wir gar keine, ne? So, also was haben wir denn hier? Hier haben wir nur Insert und hier haben wir auch nur Insert. Andererseits bräuchten wir Extract. Extract kann er immer alles, was rauskommt, kann er immer extracten. Da müssen wir keinen Filter reinsetzen. Richtig? Und der wird es dann nur irgendwo hinfüllen, wenn noch Platz ist. Ja, genau. Also, das geht. Jawohl. Und dann always active, ne? Always active. Always active. Ich gucke mal, dass es ja nicht verbunden ist. So. Und, also hier kommen Sachen an. So. Dann würde ich sagen, damit wir nicht durcheinander kommen, mal wirklich für jedes Teil machen wir eins, ne? Das Problem ist nur, ich habe keins dabei. Hätte ich mal besser das schon mal mitgenommen. Okay, also da machen wir die Filter rein, wenn wir die Teile haben. Aber hier müssen auf jeden Fall Filter rein. Ich glaube, das ist schon mal klar, ne? So. Also hier müssen Filter rein. Einfach, es müssen nicht, aber es müssen Filter rein, weil ich das ordentlich haben will. So, gut, haben wir das geklärt. Dann hier beim automatischen Crafter würden wir ja nur das Rezept reinlegen. Und die nehmen sich ja nur die Sachen, die sie brauchen und können entsprechend... In-Out immer laufen. Genau. Habe ich das hier... Huch, habe ich das hier falsch gemacht? Hier ist nur Insert, genau. Gut. Das heißt, hier die Rezepte, wenn wir die dann da reingelegt haben und dann fangen die an zu laufen, sobald die dann Saft haben. Und die Frage ist jetzt, wie granular wir das hier machen und welche Sachen wir anliefern. Ich weihe euch jetzt mal so ein bisschen in die Überlegung ein. Folgende Idee hatte ich früher, damals, dass wir hier so eine Bahnlinie dann rumbauen, die natürlich die Sachen anliefert, wo wir selber mitfahren können. Das können wir immer noch machen, das läuft uns ja nicht weg. Und dann so eine Art, ja, Bestellding, wie auch immer das dann funktioniert, wo wir einfach dann im Vorbeifahren sozusagen die Sachen nehmen können. Dann habe ich überlegt, wir müssen ja irgendwie die Sachen anliefern und da sind mir echt die Haare grau geworden.
Dann habe ich überlegt, for the time being liefern wir hier sozusagen als Bezahlung die Rohwaren an und dürfen dann als Dank, weil wir sind der lokale Landwirt, der das dann hier versorgt, als Belohnung dürfen wir dann die Waren hier mitnehmen, die hier produziert werden, ja? Das ist jetzt so der aktuelle Stand meiner Überlegung hierzu. Und, was sagst du? Freust du dich? Sag doch mal. So, also das wäre so ein bisschen die Überlegung, die ich bis jetzt so hatte. Und ich glaube, das könnte man so anbieten. Kannst natürlich da gerne auch geteilter Meinung sein. Aber ich würde mal sagen, so von der Idee her würde das dann klappen. Und dann schmeißt man das hier rein und dann kann man sich hier oben was aussuchen. So, das ist erstmal der Plan. Hätten wir ein paar Rohmaterialien mitgenommen, dann könnten wir das jetzt auch direkt machen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal holen. Da kann ja nichts schief gehen. Da bin ich auch schon wieder. So, wir können einlernen. Ich habe mal ein paar Sachen. Geht natürlich außen rum. Wir können einlernen. Ich habe ein paar Sachen mitgebracht und dann gucken wir mal, wie das hier so funktioniert. Ich bin ja sehr, sehr, sehr gespannt. So, als erstes hier. Ihr ahnt es natürlich schon, soll rein Soja. Soja. Genau. Und jetzt ist es natürlich ganz grandios und famos, dass wir jetzt immer hier... Wir müssen hier so eine Tür reinmachen, ne? Das geht nicht anders. Aber nicht auf diese Seite. Nee, komm. Da müsst ihr jetzt mal durch. Wir müssen das mal ein bisschen umständlich machen. Jetzt werfen wir einfach mal hier Soja rein. Und dann soll... Was ist denn hier eingestellt? So. Ja, da läuft's raus. Da wurde die Bezahlung angenommen. Und, läuft hier rein. Warum denn... Nehmen wir erstmal den Silken-Tofu raus und packen den in den Filter rein. Was bedeutet, wenn wir die jetzt hier oben reinspannen? Das ist ja wirklich blöd, dass wir immer so aus einer Ruhe rennen müssen. Wenn wir den dann jetzt da reinschmeißen, was natürlich demnächst dann so nicht passiert, sollte der erste rauslaufen und dann in die andere Maschine da rein, wenn der eine einmal durch ist. Ne? Zum Beispiel jetzt. Genau, und der wird jetzt nicht abgenommen, weil wir keinen Abnehmer haben. Das ist doch... Also zum Debuggen hier ist das nicht geeignet. Warte mal. Wir machen mal kurz hier so einen kleinen Hilfsschacht. Das kann man sich ja nicht mit angucken hier. Da wird man ja als Zuschauer komplett kirre in der Birne. So. Gut. Ich sehe es nur erstmal zum Einlernen. Genau. Würde das jetzt verbunden sein mit dem oberen System, müssten die ja wieder nach oben laufen. In eine leere Kiste. Das machen wir einfach mal. Mal gucken, wie sind die eingestellt? Auf Extract, genau. Wollen wir das denn oben in den Kisten haben? Eigentlich nicht, ne? So, das wäre sollte, wenn schon, dann direkt dahin gehen, wo wir es brauchen.
Der läuft jetzt, glaube ich, immer rund, ne? Den nehmen wir mal raus, damit wir da hier die Produktion einmal anschmeißen. So, da konnten wir jetzt draus, was wir eigentlich brauchen, genau. So, und da haben wir jetzt wieder ein Problem. Ich habe nämlich vergessen, dass wir ja daraus noch, ja, wir müssen damit noch weiterarbeiten, ne? Wir brauchen als erstes, brauchen wir die normalen Pfanne, Toast, Tofu. Würde ich sagen, machen wir einfach mal hier. Pfanne. Wie mache ich das denn jetzt? Die muss auch irgendwo hin. Wir müssen doch noch so eine Zwischenkiste möglicherweise reinpacken. Toast. Und Tofu. Erkennt er nicht. Warum nicht? Ist das Shapecrafting? Pfanne, Toast, Tofu. Pfanne. Toast. Wo ist er jetzt hin? Über den so lange. Ich hatte den falschen genommen. Genau. So. Buffering Item Stacks. Single Items. Oder Stacks. Stacks würde ich sagen, dann haben wir immer. Nur mal erstmal Single Items beim Einlernen, damit uns nicht alles hier wegläuft. So, dann gucken wir hier Filter. Ups. In-Out, Insert, Extract. So. Wir machen die anderen mal auf Extract, damit ich nicht die Leitung unterbrechen muss. Dann verbinden wir mal. Genau, der läuft ja mit Tofu voll. Wir können auch welchen zupacken. Das geht nicht. Achso, ich habe auf 1 gestellt, genau. Wir können die Pfanne reinschmeißen. Und wir können Toast reinschmeißen. Und dann kommt ein Hamburger raus. Den nehmen wir mal. Die Pfanne bleibt drin. Toast werfe ich nach. Kommt der nächste. Perfekt. So. Den benutzen wir wiederum. Eieieiei. Genau. Den benutzen wir, um hier in der zweiten Station daraus einen Cheeseburger zu machen. So. Der liegt im Ausgang. In. Out. Was? Was war das denn jetzt? Ich hab doch gar nichts gemacht. Hä? So, der kann ausgeliefert werden und wird hier reingeliefert. Genau. So. Jetzt, jetzt haben wir natürlich hier oben, falsch, hier, könnten jetzt auch Sachen schon ankommen, theoretisch. So, wenn wir jetzt hier, warte mal, da müssen wir mal gucken, haben wir einen Schlüssel dabei? Ja, dann können wir nämlich die Anlieferung und so, das können wir mal alles locken, damit das erstmal hier ein bisschen organisierter zugeht. Ich habe doch bestimmt einen Schlüssel dabei, er kann doch überhaupt nicht schief gehen hier, Leute. So, hier liefern wir an. Toast.
These. Vielleicht machen wir den noch selber. Tofu. Und da brauchen wir doch so eine Pufferkiste, oder? Einfach, dass wir ein bisschen... Da muss nämlich... Das muss weg, damit es nicht nach oben geliefert wird. Und hier gehen wir auf Single-Items, weil da haben wir jetzt schon jede Menge Cheeseburger gebaut. Genau, so. Und wir stehen hier auf In-Out. Naja, doch, wir müssen ja doch ein Rohr nach oben legen. Denn jetzt geht's ja los. Jetzt brauchen wir hier einen Hamburger. So, da fangen wir jetzt mal mit an. Das ist hier Standard Hamburger. Und hier sagen wir, huch. Achso, das wird natürlich erstmal locken. So. Und dann sagen wir hier Standard Cheeseburger. Und dann, ups, sagen wir hier Insert. Und schon läuft das. Gut. Bis hierhin, soweit, so gut. Hier haben wir jetzt auf einen Single Stack stehen. Das heißt, es müsste passen. Und wir können gucken, was bauen wir hier. Denn ich möchte natürlich gerne alle hier drin haben. Und da haben wir zum Beispiel als nächstes den Bacon. Und das ist nochmal der Hamburger. Mit nochmal Tofu. Sieht das richtig? Genau, das ist der Bacon Cheeseburger. Das heißt, wir packen einen davon da rein. Und einen davon. Sagen wir da Single. Sagen in out. Und dann lassen wir die erstmal bauen. Naja, wir müssen doch, nee, wir müssen sofort sagen in-out, damit wir hier sehen, ob das funktioniert. Also in-out und hier always. In-out, always. So, das kommt an, Tofu nicht. So, und meine Theorie ist jetzt, wenn wir hier oben wieder Sojabohnen reinschmeißen, von dem wir keine mehr haben. Das ist sehr gut, Garderol. Da hast du wirklich dir richtig Gedanken gemacht. Wieso ist denn hier wieder... Ah, nee, passt. Genau, dann können wir hier nämlich das als Getränke, Sojamilch, können wir auch dann anbieten, ne? Können wir ja mal machen. Also hier ist dann hier das Getränkeding. So. Insert. Extracten soll er ja nicht. Der soll also erst die Fächer voll machen und dann die Burger rausnehmen zum Weit. Erst die Fächer voll machen und danach gehen die Burger in die nächste Station. Müssen wir mal gucken, wie das am besten ist. Also ich weiß es wirklich nicht. Aber wir müssen auf jeden Fall die Sojamilch rausnehmen. So. Und dann haben wir hier Sojamilch. 1 von 16. Wieso kommt die andere nicht? Extract. Geht. Hier kommt kein Burger mehr an. Und hier ist der erste Bacon Cheeseburger. Jedes Mal falsch laufen will hier. So, das heißt, wir können hier zumachen. Dann haben wir hier einen
Bacon Cheeseburger. Sehr gut. Ich habe wirklich so wenig Soja dabei. Ja, und ich überlege, ob wir dann so eine kleine, doch so eine kleine Pufferkiste machen müssen, weil wir sonst irgendwie hier... Achso, Toast können wir reintun. Mal gucken, was passiert. Da kommt der Burger raus. Er läuft hier rein. Da war noch Käse und dann ist der nächste Bacon da rausgekommen. Das heißt, im Prinzip werden jetzt erst die höherwertigen Burger fertig gemacht, was eigentlich nicht so schlimm wäre. Aber ich fehle natürlich hinten raus, ne? Muss ich mal überlegen. Ja, ihr seht also, jetzt habe ich erstmal vor mir hier jede Menge Wuseln und Einlernen. Das werde ich jetzt mal Ruhe machen. Und wenn ich da soweit bin, würde ich sagen, gucken wir uns mal an, was raus geworden ist und wie ich das gelöst habe. Das ist nämlich jetzt so ein bisschen, ne, Fuckelarbeit und immer das Gleiche. Das ist doch ein bisschen langweilig. Aber im Endeffekt, ja, ihr seht, was wir hier gebaut haben. Schreibt doch mal gerne in die Kommentare, ab wann ihr euch das geahnt habt. Würde mich echt interessieren. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und ich bin gespannt, was wir dann hier demnächst im Angebot haben und ob das alles so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Euch eine gute Nacht, empfehlt diese Projekte sehr gerne weiter und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bis bald.